Hallo Kinofreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kinovorschau. Heute wollen wir uns die Filme anschauen, die haben den 25.8. starten. Das sind diese Woche 10 Stück. Und ich muss gestehen, auch wenn es jetzt mehr sind als letzte Woche, ich habe jetzt nicht unbedingt viel mehr Filme gefunden, die meine Top 3 richtig reingehören, sondern es ist dann eher sowas wie, ja, den kann man da noch mit reinpacken, aber so richtig ansehen will ich den eigentlich nicht. Nils, wie war es denn bei dir? Hast du irgendwie was Schönes gefunden für deine Top 3? Boah, nicht so richtig. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, was da so wirklich wohin gehört. Obwohl man das Gefühl haben könnte, es sind irgendwie ein bisschen wertigere Starts als die letzten Wochen. Also mehr Blockbuster-Zeug dabei. Aber wenig, was mir gefällt, muss ich sagen. Deswegen habe ich jetzt auch auf den dritten Platz The Invitation gepackt. Was halt, ja, ein Horrorfilm ist. Der nächste 0815-Horror-Scheiß. So kann man es zusammenfassen. Also geht halt um eine junge Frau. Sie möchte Verwandte kennenlernen, macht das über so eine DNA-Plattform in Amerika und trifft dann ihren Cousin zweiten Grades, der sie auch direkt zu einer Hochzeit einlädt, wo man sich eigentlich schon wieder als normaler Mensch denkt, er ist schon ein bisschen komisch, dass er das macht. Ach, wieso? Ich kenne den Typen nicht, aber ich gehe mal auf die Hochzeit mit. Da lerne ich direkt noch die ganze Familie mit kennen. Ist doch super. So, und dann wird's so wie Eyes Wide Shut, nur ohne Bumsen. Nee, ich glaube, das wird übler als Eyes Wide Shut. Weil es einfach nur wieder, also der Trailer verrät sowieso schon den ganzen Film. Sag einfach, wie es ist. Wenn du den Trailer gesehen hast, weißt du doch eigentlich schon, was in diesem ganzen Film passiert. Aber es sieht halt alles so nach 0 auf 15 aus. Der Anfang ist vielleicht noch interessant, da hätte man vielleicht einen guten Thriller draus machen können, dass er dann irgendwie in dieser Hochzeitsgesellschaft drin ist und sie merkt dann, okay, irgendwas stimmt nicht und findet dann heraus, was da vielleicht nicht stimmt. Aber das wird dann so ein okkulter Scheißdreck, wo sie dann irgendwie jemanden die Kehle aufschneiden und das Blut trinken und was weiß ich, was da noch alles passiert. Das ist so ein, oh nee, nicht schon wieder. Man hat das Gefühl, das hat man alles schon x-mal gesehen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, die Horrorfreunde, die wollen halt auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die freuen sich jedes Mal dran, dieselben Filme zu gucken. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Halloween auch immer wieder läuft. Obwohl es eigentlich immer wieder derselbe Scheiß ist, wenn man so runterbricht. Ja, du hast Michael Myers, der schlürft durch die Gegend, ist unsterblich und macht alle platt. So. Du guckst es jedes Mal an, obwohl es jetzt auch nicht der Bringer ist. Ja, das Traurige ist ja, ich finde immer, man könnte mit dem Genre was machen, aber ich glaube, das Publikum will das nicht. Wo wir in der Sneak waren und wir haben It Comes at Night geguckt, den ich ja gefühlt jede Woche zweimal erwähne, da war es ja so, dass ich mir dachte, ja geil, da haben sie mal das Horrorgenre genommen und haben halt über die Angst des Menschen einen Film gemacht. Aber ich habe es ja live vor Ort mitgekriegt, die Leute waren übelst nicht begeistert davon. Und das finde ich halt so schade, weil will ich wirklich zum 30. Mal sehen, wie irgend so eine Nonne aus dem Schrank springt. Also das weiß ich nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Nonne aus dem Schrank oder es flackert das Licht, sie gehen in den Keller, sie trennen sich, was weiß ich. Also dieser, also ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich meinen Horrorfilm angucke, kann ich eigentlich so ein Bingo-Raster machen und sagen, okay, das kommt, das kommt, das kommt. Ja. Und dann kannst du einfach nur abhaken, weißt du, dann guck mal, spielst du hier schön Horror-Bingo. Es ist ja hier in dem Film sogar auch so, wenn du dir den Trailer anguckst, dann hast du diese Szene, es ist nachts, alle schlafen, sie geht runter, sieht irgendwie was, dann kommt das Hausmädchen und sagt, gehen Sie besser wieder hoch, das geht Sie hier nichts an. Wo ich mir auch so denke, so ja, aber den Trope, den hast du ja wirklich schon 300 Mal gesehen. Das hätten Sie jetzt aber nicht sehen dürfen. Oh, ja. oh nee, nicht schon wieder. Also wie gesagt, die ganze Horrorgenre, alle sagen so immer so, oh, ich mag aber keinen Horrorfilm haben in der Sneak, weil dann erschrecke ich mich zu sehr. Ich denke mir so, bitte gib mir keinen Horrorfilm, weil er langweilig mich zu sehr, weil es halt immer wieder dasselbe ist und ich damit echt nicht anfangen kann. Also es gibt, wie gesagt, es gibt genug Leute, die stehen halt drauf. Ne? Das sind auch die, die ganz gerne Geisterbahn oder sowas mögen, die dann einfach sich erschrecken lassen wollen und einfach ein bisschen Grusel haben wollen. Aber ich brauche halt ein bisschen mehr als nur, okay, das 500. nochmal, wo ich mich ein bisschen, obwohl ich erschrecke mich da schon gar nicht mehr, weil man ja eigentlich schon weiß, was passiert. Mhm. Deswegen Horrorgenre bei mir raus, deswegen was bei mir hast gar du denn nicht dann in der Top 3 vertreten. So, ich muss auch echt überlegen, was packe ich jetzt auf die 3, was packe ich auf die 2, was packe ich überhaupt irgendwo hin? Na komm, nehme ich einfach den. Und zwar habe ich mit 20 wirst du sterben auf Platz 3 genommen. Mhm. Ein Film, bei dem viele, viele Länder beteiligt waren. Und zwar haben wir Musa Mil, der
geboren wird in so einem kleinen Dörflein irgendwo in Sudan. Und der religiöse Führer des Dorfes sagt halt, okay, ja, du wirst mit 20 sterben. Und dann ist das eigentlich für alle im Dorf eigentlich safe, weißt du, die sagen so, okay, ja, nee, der wird mit 20 sterben. Und der lebt halt jetzt die ganze Zeit mit diesen Stigmata und kommt jetzt da auch in den Alter, dass er 19 Jahre alt ist und dann macht er sich aber auch Gedanken, okay, was mache ich denn jetzt noch? Stimmt das alles oder halt nicht? Und da gibt ihn auch einer so einen Tipp, ey, ich würde jetzt noch leben wie ein König und mit meinem 20. Geburtstag ihnen alle hier zeigen, ja, nee, ihr könnt mich mal oder so ähnlich. Mhm. Fand ich eigentlich mal so eine interessante Idee, ne? Weil, gut, das ist ein kleines Dörflein und der ist auch nie aus diesem Dorf rausgekommen. Die haben auch gesagt, ey, geh doch mal raus in die Welt. Ne? Vielleicht ist ja doch nicht alles, was hier dir erzählt wird, alles so auch wahr. Fand ich eigentlich interessant genug, dass es auf Platz 3 gereicht hat. Also ich muss sagen, ich mag es vom Thema her, habe mir aber den Trailer angeguckt und der hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Mhm. Verstehe ich, aber nö, wie gesagt, also wir haben jetzt auch nicht, also sagen wir mal, der Rest der Filme, die wir jetzt noch haben, hat mich halt noch weniger angesprochen, obwohl den würde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Ne? Ich würde dafür jetzt nicht ins Kino gehen, aber so hart abgeschreckt hat mich der Trailer jetzt nicht. Ich fand ihn eigentlich ganz okay, deswegen ist er bei mir jetzt auf Platz 3. Punkt. Dann komme ich mal zu meinem Platz 2 und da habe ich mich jetzt, glaube ich, tatsächlich entschieden für einen Film. Du hast dich für einen Film entschieden, das ist gut. Der wahrscheinlich, oder der mich irgendwie erinnert an Der Geist und die Dunkelheit. Und zwar ist das wahrscheinlich der größte Start, nämlich Beast, Jäger ohne Gnade mit Idris Elba. Ja, mein Platz 1. Das war mir klar. Es geht um einen... Ist auch der Beste, ganz ehrlich, tut mir leid. Es ist von denen, die jetzt diese Woche starten, der interessanteste. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, alles gut. Ich wollte nur erzählen, worum es geht. Und zwar geht es um Idris Elba, der spielt einen Arzt. Seine Frau ist, meine ich, verstorben. Und er fährt mit den Kindern zurück nach Südafrika, um, ja, weiß ich gar nicht, mal kurz gucken. Ja, ein bisschen das Land zeigen, oder? Ja, also, Urlaub machen. Die machen Urlaub. Ja, und ein traumatisierter Löwe, der versucht sie zu fressen. Ja. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich den Trailer nicht gesehen, aber Idris Elba ist für mich so jemand, wo ich mir denke, jo, wenn der dabei ist, da kannst du auf jeden Fall, ohne was falsch zu machen, reingucken. Ja. Ja, der Trailer suggeriert schon, okay, das ist ein bisschen angriffslustigeres Vieh. Ja, also ich glaube nicht, dass es irgendwie so wird wie bei Geist in der Dunkelheit, weil es passiert ja eher so im Stillen. Mhm. Ja, das war ja wirklich so wie ein Geist, sondern der greift auch schon ordentlich aktiv an. Für mich steht und fällt dieser Film wahrscheinlich daran, wie realistisch dieser Löwe ist. Mhm. Ob der das jetzt, okay, ein traumatisierter Löwe, angriffslustig, was weiß ich, vielleicht auch hier... Tollwut etc., also wirklich, dass man sagt, okay, das ist noch realistisch, oder ob es dann so dieser super intelligente, smarte Löwe ist, der irgendwie wahrscheinlich noch Türen öffnen kann oder sonst ein Krempel, dann wird es für mich schon so, ja, weiß nicht, das wird mir dann weniger gefallen. Mhm. Ja gut, das muss man dann einfach herausfinden, ne? Ja, ja, aber so erstmal interessiert er mich am meisten diese Woche und da werde ich mir auch im Kino angucken. Was hast du denn dann auf der 2? Ja, eigentlich auch so ein Film, wo ich sage, okay, ja, kannst du dir angucken, musst du aber nicht. Und zwar der zweite Teil der Känguru-Reihe, die Känguru-Verschwörung. Ich habe, wie gesagt, den ersten eigentlich noch nicht mal gesehen. Aber habe jetzt den zweiten auf den zweiten Platz gepackt. Ich habe ja den ein, zwei Trailer von denen gesehen. Alle sagen, ey, der Film ist okay, guck, hör dir halt lieber die Hörbücher an, die sind halt viel witziger, aber ja, das ist jetzt das Känguru, was jetzt Probleme hat, dass die Mutter von irgendeiner ins Internet eingeführt worden ist, also die haben das Internet gezeigt und die ist jetzt eine Leugnerin der Klimakrise und die versuchen sie jetzt wieder irgendwie auf die richtige Spur zu bringen. Also der ganze Film parodiert ist ja schon falsch, aber thematisiert oder nimmt es so ein bisschen auf die Schippe, diese Klimakrise, aber auch, was ich aus den Trailern her so erfahren habe, so auch ein bisschen Corona-Krise oder sowas. Mhm. Das nehmen die so ein bisschen mit auf die Schippe. Und da, ja, gut. Ist jetzt nicht der Film der Woche, jedenfalls nicht für mich, aber wäre interessant genug, dass ich mal sage, okay, da gucke ich mal rein. Ich muss sagen, dieses Känguru-Ding ist für mich schon wieder sowas wie Avatar, wenn lauter Leute zu dir ankommen und sagen, ey, hör dir das an, das ist einfach übelst geil und so, dann sitze ich da schon so und denke mir so,
Ah, nee, wenn der Mainstream quasi das so geil findet, dann kann ich es ja eigentlich schon fast nur scheiße finden, was echt eine arrogante Einstellung ist. Aber Avatar brauche ich nicht. Gib mir den nächsten Jim Jarmusch-Film, da habe ich mehr Spaß mit. Vielleicht sollte ich mal den ersten gucken von dem Crank oder das Hörbuch hören. Ja, man weiß es halt nicht, ne? Was dann besser ist am Ende. Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber alle sagen eher, das Hörbuch ist noch ein bisschen witziger als jetzt. But I don't get the joke. Also ich weiß nicht, warum sollte ich mich für so einen scheiß Känguru interessieren, was mit Marc-Uwe Kling zusammen wohnt. Also ich check das halt nicht, was das soll. Naja gut, aber die ganzen Känguru-Dinger, die haben ja immer nochmal so einen Unterton. Ne? Die haben ja so nochmal eine Metaebene, die sind ja schon eher Satire. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass sie einfach einen Blödsinn machen, sondern die wollen schon irgendwas durch den Kakao ziehen und darauf auch aufmerksam machen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist jetzt 90 Minuten pure Albernheit und da ist nichts Sinnvolles dabei, sondern ja, der versucht schon irgendwie auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen. Okay. Und deswegen ist es wahrscheinlich interessanter. Dann muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich den ich jetzt für Platz 1 ausgesucht habe, nicht den Trailer geguckt habe. Das heißt, es kann auch sein, dass du mir gleich erzählst, was das für ein Kack ist. Ich habe mich allerdings entschieden für den Film Märzengrund auf der 1. Oh. Oh. Ja, hättest du mal den Trailer gesehen. Aber weil ich muss halt sagen, mich hat das angesprochen, es geht halt um einen Jungen, der in den 70ern aufwächst, so in einer traditionellen Gemeinde, irgendwo in Süditalien oder so, ne? Im Tiroler Zillertal, also ist Österreich. Meine Geografiekenntnisse sind echt richtig schlecht. Der Trailer ist auch gut, da hast du Untertitel, weil ohne Untertitel wird es auch so die Hälfte verstehen. Und er ist halt eher so ein bisschen sensibler Typ, der sich da vielleicht auch gar nicht so wohl fühlt und sich in seine Romane zurückzieht. Ja, und er verliebt sich dann und seine Eltern verhindern das aber, weil das um eine geschiedene Frau ist, in die er sich verliebt. Und er geht daraufhin dort weg und kommt dann aber später nochmal wieder wegen irgendeinem Schicksalsschlag. Und weiß ich nicht, irgendwie alles in allem fand ich das ganz ansprechend. Ich kann ja auch nicht sagen, was dieser Schicksalsschlag ist, aber er soll halt diesen Hof, also es ist von vornherein schon immer festgelegt, so hier, der Elias, der wird diesen Hof dann führen und der wird dann hier die Tradition weiterführen, aber der hat eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf. Geht dann irgendwie in die Natur, freut sich daran, so allein zu sein, einfach für sich und die Natur und verliebt sich halt in die eine, aber da sagen die auch, nö, ist eher eine schlechte Partie, weil sie ist ja geschieden etc. und da wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen mitgesprochen, also da reden die Eltern wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit, wen du jetzt heiratest oder wen nicht. Und wie gesagt, der zieht sich dann zurück in die Natur, lebt da sein Leben und warum der jetzt zurück muss, ich weiß es nicht. Ist ein Theaterstück, kenne ich nicht. Deswegen, ich weiß nicht, was dann weitergeht. Kann interessant sein, muss aber nicht. Der Trailer war allerdings eher so, dass du gesagt hast, kann mich nicht ganz catchen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Trailer war, aber der hat mir halt auch nicht mehr verraten als jetzt der Text hier und das ist mir ein bisschen zu wenig. Okay, ja, das kann ich verstehen. Aber wie gesagt, ich fand, es gab dann nicht mehr so viel geile Auswahl tatsächlich. Ja gut. Weiß ich gar nicht, sind wir jetzt eigentlich durch? Nee, oder was? Wir haben noch Platz 1 oder? Nee, das war jetzt mein Platz 1. Ach so, ja, dann sind wir durch. Ja, weil dein Platz 1 war mein Platz 2. Wir sind durch. Korrekt. Korrekt. Also Märzensgrund ist dein Platz... Okay, gut. Ja. Gut. Ich hätte dann ja gedacht, dass du hier, um nochmal vielleicht so ein bisschen direkt weiterzugehen, dass du hier den sehr beliebten Film After Forever in deine Liste packst, weil wir so viel Spaß damit hatten, als du den ersten Teil geguckt hast. Ich habe den zweiten gesehen. Achso, Entschuldigung. Ich habe den zweiten gesehen. Ich habe After Passion gesehen, was total Blödsinn ist. Damals bei Screentime haben wir immer noch jede Woche einen Film ausgelost, der halt den Kino starten. Und wir haben gesagt, okay, ja, ich gucke halt einen von diesen Filmen. Und dann durfte ich mir After Passion angucken. Es ist ein sehr, sehr witziges Video geworden, wo ich 20 Minuten über diesen Film herziehe und mir so daneben sitze und einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Ja, also das ist jetzt der vierte Teil mit Tessa und Hardin und ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt zusammen sind, weil es ist so eine toxische Beziehung. Das ist so doof. Gut, also wie gesagt, ich habe nur den zweiten gesehen, den dritten habe ich ausgelassen, jetzt kommt der vierte ins Kino. Sagen wir einfach so, wer die ersten drei Teile gesehen hat, der wird sich den vierten angucken. Oder er hat nach dem dritten gesagt, okay, es macht keinen Sinn und ich lese jetzt einfach die Bücher. Kann ja auch sein. Aber
ehrlich, wir sind da nicht die Zielgruppe von und ich fand es auch einfach schon den zweiten einfach zu dumm. Muss man leider so sagen. Es war, der Film war einfach zu dumm. Es hätte ja eine gute Romanze sein können. Ich meine, ich habe ja auch nichts gegen romantische Filme, die mag ich auch sehr gerne. Aber das war so ein Verschnitt, so, oh, wir machen jetzt ein 50 Shades of Grey Light für die Teenies. Ne? Die haben einen FSK von 12, das heißt, die sind alles ein bisschen runtergefahren, aber wollen trotzdem diese, oh, diese harte Beziehung, weil harte Beziehung ist falsch, dieses okay, sie lieben sich, aber irgendwie können sie doch nicht miteinander und dann trennen sie sich und dann kommen sie doch wieder zusammen und dann trennen sie sich wieder und sie hilft ihnen irgendwie über irgendwelche schwierige Phasen und was weiß ich. Das ist alles ein bisschen eher anstrengend. Das sind solche Filme, wo du denkst, so, okay, kriegt ihr das jetzt einfach echt mal hin oder trennt euch einfach und gut ist? Das ist nicht so ein schöner romantischer Film, wo du sagst, okay, ja, ich gucke da gerne zu, weil das gefällt mir halt, wie sich die Beziehung da entwickelt, sondern das ist einfach nur so, okay, jetzt schon wieder. Dieses ständige On-Off-Dingsbums, wo du denkst, so, ey Leute, kriegt's einfach mal gebacken, ey. Entweder wird das was mit euch oder halt nicht. Aber wir müssen ja x Filme draus machen und x Bücher draus machen, deswegen ziehen wir das Ganze irgendwie schön in die Länge und keine Ahnung, also nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber du kannst ihn gerne angucken. Kannst du mir mal erzählen, wie gut er ist? Ja, weiß ich nicht. Ich habe da ja gar keinen Bock drauf. Ich muss gerade sagen, auch da, wir haben ja auch über 50 Shades of Grey ein Video gemacht. Das war noch irgendein Livestream, wo wir wirklich lange uns auch mit dem Film auseinandergesetzt haben. Der war noch besser. Ja, und also ich finde, das ist wirklich so eine ganz furchtbare Art und Weise, wie diese ganzen toxischen Beziehungen so romantisiert dargestellt werden in diesen modernen, ich meine, gut, früher war es auch so, wenn du den Rom-Com aus den 90ern anguckst, dann sagt die Frau, nee, ich will nicht, und der Typ geht ihr eine Stunde auf den Sack, bis sie dann nachgibt. Bei diesen neueren finde ich es alles noch viel schlimmer, weil da wird das ja auch alles noch so dargestellt, so, die werden ja emotional misshandelt oder misshandeln sich emotional gegenseitig. Und das wird mir dann auch noch als romantisch verkauft. Ja, da bringst du doch dieses Verruchte mit rein, so, Fesselspielchen, so, okay, ja, bringt halt auch nichts. Wenn ihr beide euch einfach nicht leiden könnt, dann wird das echt schwierig, aber na gut. Okay, ja, also next. Ich mag romantische Filme, aber nicht die Art. So, next, magst du? Ja, ich habe nämlich sogar noch einen, wo ich dachte, ja, der kommt auf meine Liste. Und zwar ist das Bulletproof. Ja. Wo ein kleiner Gauner, so ein Drogenboss, irgendwie das Auto klaut oder was auch immer. Und im Kofferraum ist die Frau von dem, die auch noch schwanger ist. Die schwangere Frau von ihm hängt im Kofferraum, weil sie eigentlich vor ihm fliehen will. Weiß ich nicht, wo der Sinn dahinter ist, aber okay. Auf jeden Fall sorgt das dann dafür, dass die beiden zusammen halt flüchten. Und dieser Drogenboss und seine, übrigens Vinnie Jones, den man auch aus diversen Filmen immer so ein bisschen als Antagonisten kennt. Genauso wie er hier eigentlich ist. Ich glaube, das erste Mal gesehen, oder den ersten Auftritt, der ein bisschen größer war, war in diesem einen Film, den ersten Film von Guy Ritchie. Ich weiß gar nicht mehr, Bube, Dame, König, Gras. Bube, Dame, König, Gras, den haben wir auch gesehen, oder? Ja, ja, genau, das war der so, da war er auch dabei, da war auch irgend so ein Schlägertyp. Das war ein grauenhafter Film. Der war Und was der war ja halt, auch, sehr interessant. Was halt auch grauenhaft war, war der Trailer von Bulletproof, weil der Film sieht aus wie für 2,50 € produziert. Also das war halt echt so, nichts davon hatte richtig Wumms. Also wenn die sich da hauen oder es passiert irgendwas explodiert, alles wirkt so, ja, wie im Studio gedreht. Ja, guck mal, da kommt jetzt ein Actionfilm raus und du hast jetzt erst davon erfahren, dadurch, dass wir uns halt das informieren, was startet diese Woche. Ansonsten wäre das Ding komplett an mir vorbeigelaufen, weil keine Werbung für gemacht worden ist. Kein gar nichts. Ne? Keine Plakate, keine Trailer, kein gar nichts. Und dann guckst du ja auch den Trailer an, der ja auf YouTube oder sowas ist, und dann denkst du so, okay, ich weiß auch warum. Dass das Ding nicht direkt irgendwie auf DVD, also auf DVD oder mittlerweile ist er gar nicht mehr auf DVD, sondern Video on Demand oder was weiß ich, wo rausgekommen ist, das ist echt schon ein Wunder. Ich finde es aber komisch, okay, du hast jetzt hier den Regisseur, der auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt. Hat er schon mal ein bisschen Geld gespart, ist schon nicht verkehrt. Aber weiß nicht, also das sah auch wirklich alles nicht gut aus. Also sehr viel klischeehaft. Wir machen jetzt mal diesen 0815 Action-Film mit schlechten Effekten und grob zusammengezimmerter Story.
Warum die da, die will vorhin flüchten, versteckt sich aber im Kofferraum seines Autos. Ja, schließt sich mir noch nicht so ganz. Muss man, keine Ahnung, der Film wird das irgendwie versuchen zu erklären. Nee, macht keinen Sinn, brauche ich nicht. Ich hatte auch erst überlegt, oh, ein cooler Actionfilm, ne? Aber wie gesagt, wenn du da vorher nie was von gehört hast, weißt du meistens, warum. Und das hat sich ja auch bestätigt, das ist nicht meins. Was auch nicht meins ist, Die Farbe des Windes, wo es um Luna geht, die in Frankreich, also diese Ingenieurin, und sie soll jetzt Windkraftwerke in Frankreich irgendwo hinpflanzen. Und das sind so ein kleines Dörflein, und da gehen die Meinungen von diesen Dörflein natürlich strikt auseinander. Die einen sagen so, okay, ja, Windkraft, ganz toll, und die anderen sagen so, nö, und dann hast du dann die Stromtrassen und alles ist scheiße. Und sie ist da so ein bisschen in der Mitte und versucht ihr Projekt irgendwie durchzukriegen. Sagen es so, wie es ist. Da ist jetzt noch so ein Junge, der ein bisschen crazy ist, würde ich fast sagen. Wie heißt der? Lionel. Der sich dann auch noch so ein bisschen in sie verguckt. Spielt natürlich auch noch ein bisschen rein. Romanze muss immer mit drin sein, keine Ahnung. Aber das passt irgendwie alles, keine Ahnung. Und dieser Trailer, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, normalerweise ist ein Trailer so aufgebaut, dass er dir so ein bisschen die Story erzählt. Ne? Dass du danach ein Gefühl bekommst, okay, darum geht's in diesem Film. Ich habe das Gefühl, die haben mir einfach irgendwie 10 Sekunden Schnipsel hingebaut. So Ausschnitte aus diesem Film, einfach so zusammengeklatscht. So, bitteschön, das ist unser Trailer. Und denkst du so, okay, aber was sollen wir das jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Also dieser Film mag ich nicht sehen. Tut mir leid. Ich muss auch sagen, das Plakat sieht halt aus, als hätte ich das mit Photoshop gemacht. Ja gut, also es ist jetzt, es gibt wahrscheinlich schon noch schlimmere Plakate, da können wir heute irgendwann Best of machen, das Best of der schlechtesten Plakate aller Zeiten. Aber hübsch ist es nicht. Hat vielleicht auch der Regisseur gebaut, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na gut, dann kommen wir mal zu Evolution, was kein Science-Fiction-Film ist, wie man vielleicht denken könnte. Das ist auch so, Evolution, kennst du doch, das war ja hier die Science-Fiction-Komödie aus dem auch, Anfang 2000. Das war doch der mit David Duchovny, wo irgendwie so ein Asteroid abstürzt und dann so komische Weltraummonster am Start sind, ne? Ja, das ist der nicht. Hier geht's um 3 Generationen einer jüdischen Familie. Einmal um die Mutter, die wohl in Auschwitz war. Beziehungsweise jetzt ist sie die Großmutter. Aber wir machen es nicht komplizierter, als es sein muss. Dann ihre Tochter, die jetzt gerne ihre Ausweispapiere haben will, denn sie möchte als Holocaust-Nachfahren Entschädigung haben. Was der Großmutter aber irgendwie gar nicht so richtig in den Kram passt. Und es stellt sich dann wohl auch raus, die hat ihre Papiere gefälscht. Um dem Ganzen halt irgendwie zu entkommen. Und im letzten Satz wird dann nochmal der Enkelsohn quasi erwähnt, der sich offensichtlich nicht so sicher ist, wie er zu seiner Religion steht. Ja, ich muss auch sagen, da ist der Trailer auch ein bisschen nichtssagend. Also ohne den Text jetzt hier hätte ich auch nicht so alles zusammenbauen können, was da eigentlich jetzt der Sinn der Sache ist. Also ich habe immer erst den Trailer geguckt und dann habe ich den Text gelesen und dann wusste ich so, oh, okay, gut, das hat er versucht mir zu erzählen, hat er nicht geschafft, tut mir leid. Es ist ein Drama und ich glaube, das kriegt auch ganz gut hin, weil es halt wirklich um diese auch Interessenkonflikte gehen, weißt du? Also die Großmutter jetzt, die ist natürlich froh, die hat gesagt, wir hatten sehr viel Glück gehabt, dass wir quasi da entkommen sind, dass wir überlebt haben. Und die Tochter, die interessiert sich halt eher für diese Geburtsurkunde, damit sie da irgendwie Profit draus schlagen kann. Also ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt so eine Tragödie quasi überlebt, also das ist jetzt schon wirklich großes Glück. Und da kommt jetzt meine Tochter daher und sagt, okay, wo ist meine Geburtsurkunde? Ich will ein bisschen Geld rausschlagen daraus, aus deinem Schicksal. Fände ich jetzt auch nicht unbedingt so mega geil, muss ich auch gestehen. Aber naja. Ist halt eher dann doch was Härteres, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist das falsche Wort. Also eher, ja, nichts Amüsantes, sondern das sind das Gegenteil davon. Dramatisch. Was einen runterzieht, so, ja, so dramatisch, so was einen eher so runterzieht, weißt du, so, wo du auch denkst, okay, ja, genau sowas, ne, ist eher so in die Richtung geht das Ding wahrscheinlich. Da muss ich gestehen, ist wahrscheinlich ein guter Film, der wahrscheinlich auch das gut rüberbringt, was er will, aber ich habe keine Lust gerade auf so einen Film. Das Leben ist deprimierend genug, da brauche ich nicht nur rein.
So, dann haben wir jetzt ja nur noch einen übrig, der ist nicht deprimierend, außer höchstens, was wir daraus gebastelt haben. Und zwar haben wir einen spanischen Abschnitt von Indiana Jones in Animationsstil, nämlich Ted Stones und die Suche nach der Smaragdtafel. Ist Teil X von der Reihe. Und ich habe den Trailer gesehen, habe nichts gerafft, beziehungsweise habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Das ist ja gar nicht meins. Aber da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Fans geben. Ich habe noch nicht mal die Ahnung, was. Also Ted Stones ist anscheinend hier ja, unser Indiana-Jones-Verschnitt, der allerdings nicht wie sein Vorbild der coole Archäologe ist, sondern eher so ein bisschen verdrottelt ist und ständig alles in Chaos stürzt. Und jetzt entfesselt er irgendeinen Zauber, der alle irgendwie in irgendwas verwandeln will. Keine Ahnung, also ich habe es auch nicht so ganz gerafft, aber die Fans der Reihe, die wissen, was los ist. Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich schon fast wieder, als wäre das irgendwie die Verfilmung von einer Serie. Oder also, weißt du, so eine Kinderserie, die dann nochmal einen Film kriegt. Nee, ich glaube, das sind wirklich immer eigenständige Filme. Okay. Ne? Also das ist jetzt nicht, vielleicht gibt es auch eine Serie dazu. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so hart mit beschäftigt, aber ich weiß, dass es zumindest noch mehrere Filme davon gibt. Ich glaube zwei, ich glaube, das ist jetzt der dritte oder vierte ist das jetzt. Irgendwas mit Midas war da vorher, ich bin super informiert, ich weiß, aber ja, aber... Nee, brauche ich nicht. Ist nicht meins. Da würde ich mir eher die Minions angucken, als jetzt das Ding. Ich muss sagen, mich juckt der auch nicht. Das ist einfach nicht meins. So, und ihr merkt, das ist die Auswahl diese Woche. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, da jetzt drei Filme rauszusuchen, zu sagen, so, okay, das sind jetzt die Top 3 Filme, die möchte ich alle gucken. Ach, schwierig. Ja. Wir haben wieder alles Mögliche dabei. Wir haben auch wirklich ein paar... ich sag mal, Hollywood-Filme mehr dabei. Was heißt Hollywood? Also zumindest ein bisschen welche, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, die ein bisschen mehr gepusht worden sind. Wie jetzt After Forever oder Beast oder halt in der deutschen Variante halt die Känguru-Verschwörung, der ja auch sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommt und wahrscheinlich auch seine Besucher finden wird. Und dann hast du auf der anderen Seite halt Filme, von denen hast du noch nie einen Lebtag gehört, die vielleicht interessant sind, wie halt Märzengrund oder Mit 20 wirst du sterben. Und dann hast du halt Filme, wo du denkst, okay, was soll ich mit Die Farbe des Windes anstellen? Ich habe keine Ahnung. Und zwischendrin hast du noch so einen Horrorfilm für die Horrorfans. Ich habe immer das Gefühl, alle zwei, drei Wochen kommt ein neuer Horrorfilm raus, damit die da wieder ein neues Futter kriegen. Wobei man da ja wirklich sagen muss, vom ganzen Production Value und so sieht er schon sehr hochwertig aus. Ja, das ist jetzt kein billig produziertes Ding wie Paranormal Activity, aber inhaltlich ist der halt Schrott. Also wir haben Produktion, die haben ein bisschen mehr gekostet, Produktion, die haben ein bisschen weniger gekostet, aber ja, im Endeffekt muss es nicht unbedingt heißen, dass ein teurer Film auch ein geiler Film kommt. Oder? Viel Geld macht keinen guten Film. Genauso wie gute Schauspieler auch noch keinen guten Film machen. Das haben wir auch schon sehr häufig feststellen müssen. Deswegen gibt es ja vielleicht auch kleine Filme, die ja trotzdem dann sehr interessant sind. Ne? Also ein gutes Beispiel, immer noch ein Film, den ich mir dann irgendwann angucken werde, wenn er dann hier irgendwann mal auf dem Streamingdienst erscheint, weil bei uns in der Nähe gibt es den nicht im Kino, den Forrest Gump-Verschnitt auf Indisch. Den würde ich mir echt gerne mal angucken. Mhm. Wie ist der? Lal Singh Chada oder sowas hieß der. Das ist den wieder so ein Film, bei dem würde es mich nicht wundern, wenn der dann auf Netflix ist irgendwann. Ja. Aber dann würde ich mir den angucken. Weißt du, wenn jetzt wirklich die Werbung kommen würde, hier Netflix zeigt jetzt den Film oder Amazon Prime oder Apple TV Plus oder wie sie alle heißen, dann würde ich sagen so, okay, nee, klar, ja, da gucke ich mal rein. Gucke ich mir mal an. Hast halt diese Woche nicht. Das sind halt eher so, okay, kann man sich vielleicht angucken, muss man aber nicht. Naja. So, dann haben wir nächste Woche schon ein neuer Monat. Wenn ich das richtig sehe, haben wir dann den 1. September und was da dann startet, sind wir mal gespannt. Deshalb haben wir dann nächste Woche in der Kinovorschau. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, geht ins Kino, guckt euch die ganzen Filme an und erzählt uns doch einfach, ja, war der jetzt gut oder nicht? Dafür gibt es die Kommentarfunktion unten drunter. Da könnt ihr dann einfach mal reinschreiben, wer euch denn gefallen hat. Oder ihr schreibt uns einfach eure Top 3 rein. Ne? Was ist denn für euch das Interessanteste diese Woche? Das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Kinovorschau. Und bis dahin, ja, geht ins Kino, habt Spaß und haut rein. Ciao, ciao.